Monheim am Rhein, Bauprojekt Rheinkiesel 714, März 2018. Circa 132 Tonnen Munierstahl werden für die Decke über den Tiefgaragen von Haus 1 verarbeitet. Während die Eisenflechter weitere Unterzüge von ca. 1,50 Meter Stärke in die Decke einarbeiten, wird an anderer Stelle schon betoniert. Insgesamt werden für diese Ebene 1200 Tonnen Beton benötigt. Das sind ca. 130 Betonmischfahrzeuge. Die Tiefgarageneinfahrt nimmt Formen an und man sieht, wie sie sich ins Bauprojekt einpasst. Das gleiche Bild bei Haus B. Auch hier wird an der Ein- und Ausfahrt gearbeitet. Die Einschalung der Decke über der Tiefgarage ist abgeschlossen. Hier werden in Kürze 150 Tonnen Munierstahl aufgebracht, um dann mit Beton vergossen zu werden.